Hallo aus Winterthur, liebe Best Ager. Heute bin ich hier am 31. Jänner 2018 und habe meinen letzten Auftritt des Jahres in Winterthur in der Schweiz. Hier stehen wir gerade am Bahnhof von Winterthur. Nicht nur habe ich heute meinen letzten Auftritt im Jahr 2018, ich habe auch gleich den ersten Auftritt im Jahr 2019 heute Abend hier, weil ich darf bei einer Gala moderieren, spielen und da mache ich 3 oder 4 Sets, je nachdem wie gut es ankommt. Und eines davon ist eigentlich geplant um 1 Uhr in der Früh, also dann schon im neuen Jahr. Ich freue mich drauf, aber wie ihr wisst, so Gala-Geschichten, man ist sich nicht ganz sicher, wie das laufen wird, wie das dort ausschaut, wie das funktioniert, ob die Leute auch zuhören. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, hier in Winterthur zu sein. Und diesmal bin ich nicht allein, sogar meine Frau ist heute da, sie versteckt sich da hinten. Meine beste Ehefrau von allen ist mitgekommen diesmal, damit ich nicht alleine bin zu Neujahr, dass wir gemeinsam das neue Jahr in der Schweiz begehen können. Schauen wir mal, wie das wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Best Ager, ich bin in der Location angekommen, Restaurant Strauss. Die positive Überraschung ist nicht nur ein Restaurant, das sehr schön ist, sondern hat auch einen wunderbaren Saal, irgendeine Kooperation mit einem Theaterveranstalter. Das heißt, wir haben eine richtige Bühne, wo ich spielen kann, was natürlich schön ist, worauf ich mich freue. Super schön hergerichtet. Also für ein schönes Silvester ist alles angerichtet. Der Abend ist gelaufen, es ist knapp 2 Uhr früh, ich bin auf dem Weg zurück ins Hotel. Ein wenig riecht mir in der Luft noch die Knallerei, das Feuerwerk. Es war ein super schöner Abend, so hätte das Jahr nicht besser beginnen können. Der letzte Auftritt war schon lustig, Ende 2018 im Strauss Restaurant. Und dann der erste Auftritt um 1 Uhr früh war auch nochmal super. Ist genial gelaufen, hat mehrere Gründe dafür gegeben. Erstmal das Restaurant Strauss, super Essen, tolles Team, super Service. Eine lustige, gute Band dort, Stonewashed, die nicht nur gute Musik macht, die mich auch unterstützt haben in der Technik und alles, war genial. Der schöne Saal, ja, und dann einfach ein schöner Abend. Das hat richtig Freude gemacht, macht Lust auf das neue Jahr. Das war ein großes Feuerwerk, übrigens tut mir leid, da wo ich gefilmt habe beim Feuerwerk, hat mein Mikrofon gesponnen. Man hört nichts, also keine Knallerei, ich kann nur Musik drüberlegen. Tut mir leid, war ein technischer Fehler von mir. Nachdem meine liebe Frau und ich beschlossen haben, wir fahren gemeinsam zu meinem Gig hier am 31. und auf den 1., haben wir gesagt, dann bleiben wir auch gleich eine Nacht länger und fahren nicht gleich am Neujahrstag wieder im Zug zurück nach Österreich. Deswegen sind wir hier geblieben. Jetzt sind wir in Winterthur im Hotel, aber Winterthur ist nur 20 Minuten von Zürich und haben gedacht, wir nützen die Chance, jetzt haben wir noch Zeit, fahren einen halben Tag nach Zürich rein, sind nach Zürich reingekommen. Hier seht ihr, wunderschönes Zürich, da hinten ist ein geiler Zirkus und da werden wir jetzt ein bisschen spazieren gehen und wenn ihr Lust habt, kommt mit.
knapp zwei Tage zum Jahreswechsel in der Schweiz gehen zu Ende. Es war ein Spaß. Zuerst die wunderbare Gala, wo ich gespielt habe am 31. am Abend, das schöne neue Jahr. Der erste Auftritt im neuen Jahr gleich hinten drauf um 1 in der Früh. Und jetzt noch gestern ein schöner Tag mit meiner lieben, meiner besten Ehefrau von allem, Susanne, in Zürich und Turnen und Winterthur. Also wir haben beides geschafft. Es war nett und jetzt steigen wir dann wieder in die Bahn und fahren Richtung Österreich. Das ist der Plan. In dem Sinn wünsche ich euch nochmal ein wunderbares neues Jahr. Bleibt happy, Best Ager, und denkt dran, das Beste liegt immer noch vor uns.